Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Pack. Und ja, ich würde sagen, wir haben es sogar tatsächlich geschafft. Wir haben erfolgreich das X5-Uhr-Processing eingeführt hier. Wir haben hier verschiedenste, wie soll man sagen, also hier geht auf jeden Fall ein bisschen was durch. Ja, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Was wir auf jeden Fall jetzt benötigen, ist auf jeden Fall eine ganze Menge an Speed-Upgrades. Dann schnappe ich mir auf jeden Fall mal eine ganze Menge Speed-Upgrades. Machen wir mal 256 Stück draus. Und was wir auf jeden Fall auch noch benötigen werden, ist auf jeden Fall einmal Energy-Upgrade. Das sind auf jeden Fall immer die zwei wichtigsten, die man irgendwie installieren kann. Energy-Upgrade. Okay, gut, let's go. So, jetzt haben wir natürlich noch verschiedenste Probleme, wo es langsam wird. Da gucken wir einfach mal, wir haben hier, jetzt muss man hier natürlich mal reingucken. Wir haben hier ganz, ganz viele Lead-Shards, also die Maschinen hier müssten eigentlich einmal sowieso komplett. Ah, okay, wir haben hier auf jeden Fall ganz, ganz viele Shards, das heißt, das ist schon mal nicht das Problem. Okay, Injection. Jetzt muss man einmal gucken. Injection. Ah, Injecting Factory. Da müssten wir vielleicht auch nochmal upgraden. Ah, okay. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall Injecting. Injecting Factory. Ein Stück. Okay, da sollten wir auf jeden Fall upgraden. Das ist definitiv der Fall. Und Infuser. Infusing Factory. Natürlich die Frage. Ne, das ist der Metallurgic Infuser, das ist der Chemical Infuser. Okay. Also sind wir hier auf jeden Fall noch Hydrogen, also das ist ein Hydrogenprodukt. Hydrogenchloridproduktion, da haben wir aber eigentlich aber auch ziemlich empty tatsächlich, die Hydrogenchloridproduktion. Woran liegt's? Am Chlorin. Okay. Hydrogenchlorid. Chlorin. Also wir sehen, hier gibt es auf jeden Fall noch einiges, wo wir optimieren müssen. Woran liegt's hier? Chlorin. Dumping. Wir eigentlich genug da. Gucken wir nach hinten. Dafür haben wir ja auch teilweise die Tanks hier mit entsprechend aufgebaut. Hydrogenchlorid? Nix. Chlorin? Nix. Wine. Saprin ist auf jeden Fall gefüllt. Das sieht auf jeden Fall schon gut aus. Water Vapor ist... Okay. Das hier? Empty? Ist empty? Okay. Empty? Hydrogen? 10 Millibuckets? Oxygen? 5 Millibuckets? Okay. Ja, okay. So, na gut, dann packen wir trotzdem erstmal die ganzen Upgrades einmal rein. Speed Upgrade. So, konnte ja glaube ich auch. Energy Upgrade. So, Energy Upgrade. Energy Upgrade. Okay, wird nicht abgepumpt im Importer. Okay, müssen wir gleich nochmal gucken, woran das da liegt. Also, diese Folge ist auf jeden Fall einmal für Troubleshooting gedacht. Okay. Energy Speed Upgrade rein. Okay, haben wir. Energy Upgrade. Nein.
Energy Upgrade. Rein damit. Energy Upgrade. Okay, das hätten wir jetzt nicht. Deshalb müssen wir dann auf jeden Fall gleich einmal weitermachen. Setzen wir einmal ein Cable hier ran. Nur, dass wir wissen, wo wir ansetzen müssen entsprechend. Okay, die Rohstoffe werden abtransportiert. Werden auch abtransportiert. Auch erstmal gar nicht so schlecht, als Silber Ingots werden, aber nicht abtransportiert, okay. Woran liegt's? So, mal kurz gucken. Dann haben wir den Konfigurator einmal auf Items. Input, Output. Okay. Hier sieht's gut aus, da sieht's gut aus, da sieht's gut aus, da sieht's gut aus. Eben. So, dann können wir einmal in der Zwischenzeit einmal weitermachen und die Chemical Injection Chamber einmal entsprechend abbauen. Dafür brauchen wir unsere die Injection Factory. Injecten. Das hat bisher aber noch nicht. Injecting Factory. Okay. Das hat bisher noch nicht funktioniert tatsächlich. Na, müssen wir mal gucken, woran das jetzt momentan liegt. Woran es da hapert. Melting. Chemical Washer. Was mir im Sch... Macht hier auf jeden Fall noch weiter, okay. Das kann natürlich sein, dass die ganzen dass wir da jetzt natürlich Probleme bekommen mit dem Autocrafting. Dadurch, dass wir ja die ganzen das momentan verwenden. Und wir momentan ein zweites Crafting-System haben, was da auch mit darauf zu. Weiß ich denn nicht. Wie viel haben wir denn von den Speed-Upgrades? Das sieht eigentlich gut aus. Bin ich sogar tatsächlich abgeschlossen. Atomic Alloy wird hier noch benötigt. Wie sieht's denn aus mit der Injecting? Injecting? Oh, da ist noch nichts passiert. Atomic. Dort 2 Osmium Start. Chemical Washer hat auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert. Das kann man so auf jeden Fall schon mal sagen. Es kann durchaus sein, dass wir das unten dann doch nochmal umbauen müssen.
wenn wir irgendwie Dust benötigen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das ist gerade schwierig tatsächlich, weil ich jetzt gerade Injecting, ich komme hier nicht weiter mit dem Injecting. Macht es gerade nicht einfacher, muss man sagen. Uns fehlt natürlich noch einiges, aber gut, wir können ja mal, mit den Upgrades erstmal weitermachen. Da würde ich, vielleicht erstmal den Fokus drauflegen. Machen wir erstmal überall Speed Upgrades rein. Und dann, also da zumindest auf jeden Fall schon. Leider. Okay. Die Maschinen werden ja so oder so bleiben. Das macht ja. Das heißt, das ist ja kein Unterschied. Upgrade. Nur der Energie-Output wird halt entsprechend massiv gesteigert werden. Den Upgrade rein damit. Maximum Power, bitte. Einmal Speed Upgrade hier rein. Speed Upgrade. 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 Energy Upgrades. Mal gucken. Nach Speed Upgrade. Rein damit. Und auch hier nochmals. Ah, ne, da. Da unten rein. Hier. Lass mal das Speed Upgrade wegnehmen. Holen wir uns einmal das Energy Upgrade. Okay, Energy Upgrade auch hier rein. Ja, Dirty Gold Dust. Energy Upgrade rein. Hier das Energy Upgrade rein. Ich weiß halt nur gerade halt nicht, woran es liegt, dass dort die Rohstoffe weggehen. Verstehe ich gerade tatsächlich halt irgendwie noch nicht so ganz. Dass wir nicht in der Lage sind, dort eigentlich brauchen wir da. Da muss ich gleich nochmal gucken. Warum das nicht funktioniert. Energy Upgrade rein. Energy Upgrade. Eben. So, dann gucken wir nochmal wegen hier. Energy Upgrade. Hier. Zack, zack. Nächster Part, Energy Upgrade. Mal rein damit. Jetzt gucken wir wirklich nochmal oben nach, wo das dran liegt, dass das nicht funktioniert. In den Crafting Monitor einmal. Okay, das heißt, wir haben 10 requested. Geduld 80, Ultimate Smelting Factory. Wäre angeblich bei 99%, ist aber irgendwie ready eigentlich. Smelting Factory, genauso ready. Was mir umschaut, nehmen wir einfach mal weg.
Auch die Speed-Upgrade ist eigentlich ready. Ultimate Injection Factory. Okay. Da würde ich jetzt einmal beigehen und einfach nochmal welche bestellen. Und wir gucken mal. Ultimate Injection Factory. Ultimate Injection Factory. Eine haben wir. Wir bauen mal 10 Stück. Wir müssten craften. 18 Stück davon, 18 Stück davon. Und den Iron Ingots haben wir nur 34 available. Das könnte natürlich ein Problem sein. Okay, die Iron Ingots dürften ein Problem sein. Das heißt, wir müssen einmal gucken. Iron. Ah ja, wir haben wirklich nur, tatsächlich, wir haben wirklich nur 34 Iron Ingots. Okay. Das ist natürlich wirklich wenig. Okay, dann machen wir das einfach mal folgendermaßen. Machen wir das einmal manuell. So, machen wir einfach mal das Iron Ore einfach mal stumpf hier rein. Und sollte er damit eigentlich keine Probleme haben. Der hat ja nur dann Probleme damit, wenn er Richtung das Eisenerz selber kreieren muss. Dann hat er auf jeden Fall Probleme damit. Wollen wir einmal gucken, Iron Ingot wird mehr. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Okay. Jetzt können wir einmal mal gucken. Ultimate Enriching Factory. Ein Stück. So, da haben wir 45 available. Ah, okay. Iron. Okay. Ultimate Enriching. Wir jetzt eine herstellen nur. Okay, solange wir die Rohstoffe natürlich da haben, ist erstmal alles noch okay. Wir können eine herstellen. Wir können aber gleich mal gucken, ob das schon funktioniert. Zwei Stück sind hier noch von Social Diver da. Gucken wir mal, ob das gleich funktioniert. Auf jeden Fall haben wir irgendwo was, wo irgendwas nicht ganz Iron Crystal. Könnte das hier sein, ne? Ja, genau. Hier ist momentan unsere Flaschenhals tatsächlich. Also wir produzieren zu wenig Hydrogenchlorid, um all die Maschinen auf jeden Fall anzutreiben. Das da werden wir auf jeden Fall nochmal. Also hier müssen wir definitiv nochmal nachsteuern. Natürlich ganz. So, ich wollte jetzt allerdings erstmal einmal anfangen in Injecting. Okay, Elite Injecting Factory, oder? Gucken einmal nach oben, wie muss sie? Der hat auf jeden Fall zweimal Atomic Alloy mit drin, okay. Mal Reinforced Alloy, okay.
Okay, hier ist es ein Witch. Ups. Das ist mir ausgegangen. Okay. Ah, okay. Das heißt, da ist das Problem. Witched Obsidian ist das Problem. Okay, Enwitched Obsidian. Ich habe keinen Obsidian mehr. Aber das kann natürlich durchaus sein. Okay. Ja, wir müssten eigentlich, ja, brauchen aber eigentlich das Obsidian. Na gut, ich würde sagen, dass wir uns gleich nochmal umsorgen. An der Stelle war es das erstmal. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.